Jo, hallo Leute, jetzt wieder Schwanger Kurt vom Schwanger Clan. Diesmal ein Human vs. Night Elf Spiel auf Two Rivers. Ihr könnt das Spiel ja schon mal laden und bei 45 Sekunden pausieren. Und derweil werde ich ein bisschen was erzählen. Ich, Schwanger Kurt, spiele gegen Jan Minus, ein Level 18 Night Elf. Ja, ihr habt richtig gehört, Level 18 Night Elf. Das heißt, es wird also hier richtig was geboten, richtig viel Action, professionelle Spieler, naja, nicht wirklich professionell. Aber besser als sonst. So, der gewohnte Standard wurde also noch ein Stück höher genommen, da ich jetzt endlich mal Level 16 geworden bin, kurz vor Level 17 stehe. Wurde aber auch Zeit, nachdem ich jetzt schon über 200 Spiele, also so knapp über 200 Spiele mit Human gemacht habe, habe ich mich jetzt doch mit denen eingewöhnt und habe es echt nicht bereut, dass ich von Orc auf Human gewechselt bin, da Human eigentlich schon immer so meine Lieblingsrasse war. Und ja, ich habe in Realm of Chaos, also normal Warcraft, auch schon Mensch gespielt. Und es war mir dann einfach irgendwann zu langweilig, weil es immer dasselbe war. Footman und ein Caster. Und dann, ja, kam eigentlich nicht mehr viel und Helden. Und die Riflemen waren ziemlich unbrauchbar und alles außer Castern eigentlich auch. Ritter und Mortar-Teams, vielleicht noch ein paar Greifen. Und so das Wahre war es nicht. Und deswegen, ja, bin ich an TFT zu Ork übergewechselt und habe eine Weile mit Mess Wyvern gespielt, also Blade Master Harris und Wyvern Tech, war eigentlich ganz lustig, aber dann wurden im selben Patch die Wyvern geschwächt und die Riflemen endlich mal durch dieses Upgrade ohne Workshop so aufgewertet, dass man die benutzen konnte, und dachte ich mir, oh jetzt Human, neue Akzente, man kann Riflemen benutzen, nicht mehr nur Footmen und Caster, es wird auch mal was Neues geben. Und ja, seitdem bin ich ja Human treu geblieben und ja, ich habe es nicht bereut. Ich denke, ihr seid jetzt bei 45 Sekunden. Und darauf, darum werde ich jetzt auch mit dem Countdown starten. In 3 Sekunden geht's los. 3, 2, 1, los geht's. Ja, wozu die langen Vorreden, werdet ihr euch fragen. Der Rifleman, er ist eine wirklich geniale Unit. Und vor allem gegen eine bestimmte Klasse, Rasse, nämlich die der Nachtelfen. Er ist gegen die anderen auch ganz gut. Der Rifleman gegen Human nicht wirklich zu gebrauchen. Gegen Untote manchmal. Gegen Ork sind die eigentlich auch ein Muss. So für Tier 2. Und ja, gegen Nachtelf, da packt er aber nun wirklich sein Gewehr aus und ja, macht richtig was her. Gegen Nachtelf sollte der Rifleman eigentlich so das Grundgerüst der menschlichen Armee sein. Warum? Erkläre ich dir noch. Ich seht erstmal, dass ich ein bisschen anders spiele als sonst. Ich baue hier meinen Altar und den baue ich ein Stück später als sonst. Ich schicke nämlich erst 5 in die Mine und der erste Gebaute baut dann den Altar und der zweite Gebaute baut dann den Hof und dann kommt er nach Hut und dann baut er einen Turm. Reicht zeitlich. Da ich das jetzt so gewöhnt bin, dass die meisten Night Elves immer Harrison, meistens mit Warden, ganz selten an Keeper of the Groove oder an Demon Hunter kann auch sein, habe ich mir gedacht, okay, was bringt das, wenn ich jedes Mal mein Held früh baue, creepen gehe und in dem Moment, wo ich anfange zu creepen, kommt der Held an, die Warden und killt vielleicht mein Hero. Wenn die immer dasselbe machen und das immer effektiv ist, ja, dann entwickle ich halt eine Counter-Taktik. Und es scheint es auch meistens zu bringen. Manchmal sitzt man da natürlich dumm da, wenn man dann nicht angegriffen wird, aber es wirklich in 90% der Fälle kommt der Night Elf an und harrisst mich. Und dazu habe ich jetzt hier auch meinen arkanen Turm stehen. Dabei ist es recht wichtig, dass der fertig ist, wenn der Gegner Hero ankommt, weil der ja nur noch 300 Lebenspunkte hat, der Guard Tower, und 0 Rüstung und hat euch echt in wenigen Schlägen tot ist. Ganz wichtig ist das gegen Orks. Also wenn ihr gegen Orks spielt und einen arkanen Tower baut, was zu empfehlen ist, dann wirklich frühzeitig genug upgraden, und ich warte ja immer noch auf ihn. Dass er so lange braucht, liegt daran, dass er Stiefel der Geschwindigkeit gekauft hat. Er läuft jetzt auch sehr ineffektiv hier rum. Weiß vielleicht selber nicht, was er machen soll. Scoutet mich hier und guckt wahrscheinlich ein bisschen verdutzt, was ich da mache. Aber da es so gewöhnt ist, seine Standardtechnik zu machen, wird er vielleicht ja, ja, weitermachen. Ich scout jetzt hier mal mit dem Wasserelementar, was los ist. Man muss ja nicht immer so einen Arbeiter opfern, da ich mir gedacht habe, okay, wenn ich hier schon nicht zum Creepen komme, weil er mich sowieso hält, dann schicke ich den Wasserelementar einfach runter. Und ich hau jetzt hier die Creeps an, die mit dem Wasserelementar
erledigen, das heißt 0 Experience für ihn, weil die bringen eigentlich eine ganze Menge, ich weiß es nicht genau, ich denke mal 40 XP, weil zwei Wölfe bringen ja auch 40 zusammen. Ja, jetzt sehe ich, dass er eine Weile braucht und creep hier schön und ich muss sagen, vor Wisps habe ich jetzt nicht mehr so viel Angst. Ich laufe natürlich, versuche natürlich trotzdem wegzulaufen, aber es ist auch nicht so schlimm, wenn es doch passiert. Ich habe jetzt hier eine Farm da unten an die Brücke gebaut, sehr zu empfehlen. Ja, ihr müsst nur darauf achten, dass die in einem richtigen Zeitpunkt gebaut wird, dass der Held nicht vorbeikommt und dann den Arbeiter killt und dann die baubefindliche Farm. Aber wenn ihr das richtig timet, dann ist das wirklich sehr nützlich, weil man dann in Ruhe creepen kann. Ja, ich baue hier Double Barrels und pumpe jetzt hier erstmal Rifleman. Warum die gut sind, ja, liegt einfach daran, dass viele Night Elves auf Huntresses gehen und dagegen sind Rifleman einfach ideal. Ich meine, okay, Huntresses machen Bonus-Damage an Riflemen, aber man hat dann ab einer gewissen Menge, so 5 Riflemen ungefähr, läuft das trotzdem ganz gut. Archer countern eigentlich Riflemen, da sie Loon's Grace haben, aber sie halten nicht wirklich viel aus. Also das ist auch möglich. Und ja, selbst gegen Archer kommt man eigentlich ganz gut an. Und die kriegt man dann später auch ganz gut tot. Also mit Archon habe ich eigentlich noch nicht so das Problem. Und ich renne ihm jetzt hinterher, dachte, ich krieg noch einen Schuss auf ihn. Aber wie man sieht, diese Stiefel, die bringen es echt. Ich dachte mir, ja, vielleicht rennt er noch an irgendein Schaf und bleibt stehen. Ist mir schon mal passiert, dass ich einen Held deswegen gekriegt habe. Aber ja, das passiert jetzt hier nicht. Und er rennt jetzt einfach weg. Ich habe zwar nicht gewusst, dass ihr die Stiefel gekauft habt, aber wenn ihr Nachtelf seid, ja, könnt ihr mal ausprobieren. Lohnt sich eigentlich ziemlich. Und jetzt habe ich hier schon eine ansehnliche Armee von 6 Riflemen. Ich glaube, ich grade die auch ab. Und gegen Nachtelf ist es wichtig, dass ihr nicht zu früh techt, weil die doch ziemlich gemein sein können, wenn die dann ankommen mit ihren ganzen Huntresses und Archern. Also was die an Mess-Units anbringen können, ist echt Wahnsinn. Und ja, da sollte man schon ordentlich was in der Hand haben. Wenn man zum Beispiel einen Total-Tech macht, könnten die ja immer noch mit den Ballisten ankommen. Jo, es steht jetzt hier 19 Foot für ihn und 42 für mich. Das heißt, er hat ja kaum was, weil er techt. Was eher ungewöhnlich ist für Nachtelf, aber da ich ihm seinen Ancient auf Lore weggehauen habe, kann ich ihn jetzt doch etwas schwächen. Und ja, wie man sieht, er macht auch nicht das, was alle machen. Er techt auf Bios. Okay, vielleicht kommt das jetzt gerade in Mode. Ja, jedenfalls macht er das und ich muss sagen, damit habe ich schon oft Probleme gehabt und er schützt sich aber nicht besonders gut und da gehe ich doch als Human hier einfach mal in die Offensive und ja, wie man sehen wird, funktioniert das auch ganz gut. Urtum der Wunder, ja, sollte eigentlich als einer der ersten Anlaufpunkte dienen und ich fokus jetzt hier einmal einzelne Archer und ja, kreise hier meine Rifleman so ein bisschen da umher, so dass er nicht getroffen wird, kann seinen Tod leider nicht verhindern. Aber man sollte es trotzdem machen, auch wenn man sieht, okay, die Einheit wird auf jeden Fall sterben, trotzdem Mikron, weil der Gegner dann einfach erhöhten Laufaufwand hat und man dabei immer noch Zeit für die anderen Einheiten rausschindet. Und ich baue meistens so 45 Foot an Rifleman oder 48 und teche dann. Ja, und wie man sieht, so eine Triade lebt nicht wirklich lange, ist also als Nachtelf nicht so zu empfehlen. Und ich renne jetzt hier weg und dachte, okay, vielleicht geht dem jetzt mal das Mana aus und er kann keinen Shadow Strike mehr hauen, aber... also nutzen. Aber er hat wie gesagt die Boots of Speed und ich muss mich porten, das heißt die Ausgabe für die Boots of Speed haben sich jetzt schon ziemlich gelohnt. Er muss jetzt sehr defensiv spielen und ja, ich muss jetzt auch wieder zurück wegen meinem Held, das heißt er hat erstmal erreicht, was er, ja, was er wollte. Problem bei der Sache ist, ich habe nicht wirklich gut getecht und gegen Bären läuft es mit Rifleman nicht ganz so gut. Also wenn der Nachtelf erstmal wirklich viele Bären hat, dann kann man nicht mehr viel machen, wenn die dann ankommen, dann also ist es wirklich hart. Was man machen kann, wenn man auf Tier 2 feststeckt, Tier 3 greifen wäre natürlich ziemlich gut. Aber ja, soweit ist man dann meistens nicht und bei denen muss man auch aufpassen, weil Nachtelf ja sehr gute Anti-Air hat. Aber ja, ein paar greifen könnte man mal probieren, wenn man schon in der Position ist, aber meistens ist es eben nicht so. Und ja, was man gegen Bären machen kann, wenn man gerade nichts anderes zur Verfügung hat, also keine Knights und keine Greifen, sind erstmal ein paar Spellbreaker, die sind sowieso Pflicht. Die können das Rejuvenation von den Nachtelfen-Heroes runternehmen, also am besten Hotkey machen, also ein Hotkey belegen. Einen Rifleman habe ich jetzt ja leider falsch hingeschickt, also ein
Ja, genau, Hotkey belegen und das Rejuvenation dann manuell klauen. Leider kann man nicht festsetzen, wo das hinkommt. Ich glaube, dass die AI die am meisten verwundetste Einheit nimmt, aber ich bin mir nicht sicher. Manchmal wird das Rejuvenation auch auf eine Einheit gelegt, die fast volle Lebenspunkte hat. Also das weiß ich nicht so ganz, was da los ist. Auf jeden Fall ist es immer noch nützlicher, auf einer zufälligen Einheit Rejuvenation zu haben, als wenn der Gegner das auf einer seiner Einheiten hat. Ist ja klar, weil Night Elf Heroes mit Rejuvenation sind einfach fast unbesiegbar. Und er verlässt sich auch ziemlich drauf und kauft recht selten Heiltränke, was ich mir dann zunutze mache. Ja, wie man sieht, Riflemen sind echt eine geniale Einheit zum Creepen. Man muss nur aufpassen, dass sich nicht ganz so dumm anstellen wie ich, weil es hier ein Rifleman verliere. Es sollte wirklich nicht passieren, weil Riflemen, die halten viel aus. 520 Lebenspunkte. Und da muss man schon sehr blöd anstellen. Aber ich denke mal, es lohnt sich ja trotzdem, das zu creepen. Ich kriege ja hier auch den Ogre-Magier. Ja, Riflemen im Blutrausch sind dann eine noch genialere Unit, als sie so schon sind. Das Einzige, was Probleme macht, sind halt Bären. Oder Mountain Giants. Also Mountain Giants sind auch wirklich mies. Aber die baut er hier zum Glück nicht. Mountain Giants machen auch nicht wirklich viel Schaden, wenn man aufpasst. Dann kann man manchmal auch ganz gut um die drumherum mikronen. Und die sind ja auch, ja, brauchen 7 Pfund. Und ja, wie man sieht, es hat sich hier auch gelohnt, dass ich mir hier die Echse freigecreept habe. Weil an dieser Stelle die wenigsten Leute nachgucken. Natürlich kommt man dann drauf, wenn man den Ogre-Magier sieht, dass der Gegner dort war und ja, sieht dann auch mal nach, aber bis dahin ist es eigentlich meistens so, dass man dann ein bisschen sicherer ist. Der Laufweg ist auch ein kleines Stück kürzer. So, also ein kleines Stück länger als zu der anderen Echse. Es macht nicht viel aus, aber ein Stück ist es. Und ja, ein Stück ist besser als gar nichts. Und ich creep jetzt hier einfach lustig und munter weiter. Ich bin bei 48, er ist jetzt auf 44, das heißt, er hat jetzt doch ziemlich was aufgeholt, baut jetzt hier einen zweiten Urtum nochmal und baut einen Urtum der Wunder. Und dazu muss man sagen, dass ich jetzt auf jeden Fall vorher natürlich hätte mehr Druck ausüben sollen, aber das ging leider nicht, weil er mir den Erzmagier so runtergenommen hat. Also wenn ihr in derselben Situation seid, dann nicht wie ich einfach abhauen. Also wenn ihr nicht das Problem mit dem Erzmann gehabt habt, dass er wenig Leben hat, sondern ja, ein bisschen Advantage ausbauen. Und wenn das nicht klappt, dann auf jeden Fall Excel machen. Also wenn ihr irgendwie gerade im Vorteil seid und es eine Weile dauert, bis der Gegner wieder rankommt, dann Excel machen. Und was ich in letzter Zeit auch festgestellt habe, außer dass Riflemen wirklich eine geniale Unit sind, ist, dass der Mountain King Stormbolt wirklich genial ist und richtig einsetzt. Vor allem gegen Nachtelfen-Heroes, weil die haben ja meistens eine hohe Agility, also vor allem Demon Hunter und Warden halt, haben dafür entsprechend hohe Rüstung und Ausweichfertigkeiten, wie zum Beispiel Blink oder beim Demon Hunter ist es halt Evasion, die dafür sorgen, dass die wirklich sehr langsam sterben. Aber ein Stormbolt interessiert die Rüstung nicht und ein Stormbolt interessiert Evasion nicht und Blink auch nicht, weil der Unit ja dann gestunt ist und deswegen ja, ist es ganz nützlich. Ja, wie man sieht gar nicht so gut für mich aus, aber durch Stormbolt kann ich mir den Helden noch killen. Leider verliere ich meinen Mountain King, aber der ist noch Level 1. Hätte ich jetzt gleich nach rechts wegschicken sollen, aber war ich jetzt zu blöd. Ich schicke ihn jetzt hier nach oben und ja, er wird noch erwischt von den Triaden und jetzt muss ich ja abhauen. Dachte mir hier, ich krieg seinen Dämonenjäger, aber das war illusorisch, das anzunehmen. Der rennt jetzt einfach weg und ich kriege ja wenigstens noch eine Triade von ihm. Also, ja, Triaden sind zwar ungünstig gegen Riflemen, schadenstechnisch bekommen 150% Schaden von den Riflemen, aber sie sind schon sehr nützlich, um menschliche fliehende Helden aufzuhalten. Und wie man sieht, ich habe jetzt meine Echse, ich bin bei 36 Foot, er bei 32. Es hat es also nicht wirklich gebracht, der Tech bei ihm. Es kostet echt viele Ressourcen, bis man bei den Bären ist. Und wenn man das richtig macht, dann sollte man da eigentlich nicht so die Probleme haben, weil man echt genug Zeit hat, erstens eine Echse zu machen, beziehungsweise zweitens eine Echse zu machen und erstens erstmal angreifen und ordentlich Druck machen.
Wobei als Nachtelf das Beste ist, oder allgemein, wenn man Ticht Hero killen oder schwer verwunden, dann muss er einfach raus, dann hat man sich die Zeit erkauft. Und ja, wenn erstmal wirklich viele Bären da sind, dann kann das doch ziemlich fies sein. Aber da ich die bessere Economy habe, durch die Echse, kann ich mir jetzt hier noch genug Zeit rausschinden. Ja, nachdem ich hier halt abgehauen bin, weil ich kurz unterlegen war, um dank meiner überragenden Produktionskapazität ja, ihn jetzt zu bauen und ihn dann so mit einer Masse zu überrollen. Und den Vorteil hat es auch, dass ich schön Heiltränke und manche ja, Mana-Tränke oder ich kaufe lieber Clarity Potions, ja, meine Helden damit auszustatten. Sehr wichtig. Habe ich nämlich auch gemerkt, dass ich unter manchen Umständen sogar einen Mana-Trank für Mountain King lohnt. Also ich habe immer gedacht, ja, so eine Mana-Potion kostet 200 Mana, 200 Gold. Und ja, für das Gold kriege ich auch einen Rifleman, aber ich habe gemerkt, oft ist es wirklich unersetzlich, zum Beispiel wenn man gegen einen Demon Hunter kämpft, der einen Mana-Burn macht, kann man es dann trotzdem einsetzen. Und ja, oft macht es wirklich viel aus, ob man einen Helden verliert oder einen Gegner Helden killt oder nicht. Und deswegen, ja, wenn man eine Echse hat, kann man das echt manchmal schon mal machen. Eine Heilpotion ist sowieso Pflicht, weil der Mountain King echt sehr gern gefokust wird. Und jetzt mache ich hier einen Fehler. Ich habe erstmal den Archer geboltet und bin weitergerannt. Das war erstmal richtig. Hätte jetzt erstens versuchen können, hier den Krallendruiden mir zu schnappen, also einzukesseln auf der Brücke, aber ich wollte einfach weiter Stormbolt machen und jetzt habe ich irgendwie mich mit den Hotkeys verhaspelt, ich weiß auch nicht wie, warum, und den Stormbolt zu spät in Auftrag gegeben und da war der Krallendruide schon weg. Also den hätte ich auf jeden Fall noch kriegen sollen, aber ich schnapp mir einfach seine Warden und das Gute ist, immer wenn er Rejuvenation macht, dann ja, dispel ich das einfach und haus auf meine Einheiten drauf. Und ich schnappe mir jetzt hier wieder die Warden und man sieht, Stormbolt läuft ganz gut. Als Nachtelf sollte man deswegen gegen Mountain King doch mal immer mal eine Heilpotion dabei haben. Und dazu muss man noch sagen, ja, Stormbolt Level 1 ist noch nicht wirklich fies. Auf Level 2 wird er dann wirklich gut. Jetzt bekommt er Level 3, mein Mountain King. Vorher sollte man da schon vorsichtig sein und nicht zu sehr auf die Helden gehen, sonst kann es echt sein, vor allem wenn er einen Heiltrank hat, dass man seine ganze Einheit auf den Helden schickt und er dann in letzter Sekunde noch entkommt und man dabei 3-4 Riflemen verliert und dann hat man es echt schwer da noch rauszukommen, vor allem wenn seine Helden dann noch hochleveln. Also sollte man da schon vorsichtig sein. Wenn man dann aber beide Helden Level 3 hat, dann ja, kann man schon offensiv vorgehen und ja, Boot Level 2 ist echt stark. Und jetzt mache ich ja auch einen Fehler, ich habe nicht bedacht, dass der Demon Hunter schon rauskommt. Und deswegen verliere ich jetzt hier gleich meinen Mountain King. Und meine Echse haut schon ziemlich rein. 1600 Gold habe ich schon. Und ja, genau, hier war das Problem. Mit dem Demon Hunter habe ich in dem Moment nicht gerechnet. Und der schafft es jetzt hier, meinen Mountain King zu zerlegen, zusammen mit den Triaden. Und steigt auf Level 4 auf. Und ja, da muss ich einfach weg. So ein Demon Hunter Level 4. Schnellste Rifleman ziemlich stark und Helden, ja, die werden einfach fortgesetzt Mana geburnt. Und ich baue jetzt einfach hier erstmal nach. Auf jeden Fall Zauberbrecher und Ritter. Weil Zauberbrecher sind zwar ganz nützlich gegen Bären, aber Bären gewinnen trotzdem. Also sowohl im Einer gegen einen als auch jetzt footmäßig. Also im 4-3 Verhältnis für die Spellbreaker gegen den Armor-Type. Allerdings so eingemischt sind die wirklich nützlich, aber ein paar Ritter sollte man dann schon dabei haben. Greifen wäre ideal, aber es ist Nachtelf halt doch etwas riskant, weil sie so eine gute Anti-Air haben. Und ja, sollte man einfach vorsichtig sein. Ja, wie man es hier sieht, und erstmal Knights bauen. Das geht eigentlich ganz gut gegen Nachtelf. Die sind dann auch gegen Mountain Giants gut. Leider schaffe ich es hier nicht, seinen eigenen Bären zu kriegen. Und ja, man sieht, wenn der Mountain King weg ist, dann hat man echt ein Problem. Da kann man sonst was für eine große Armee haben. Der Nachtelf muss einfach nur wirklich gut mikron. Ohne Stormbolt kommt er einfach zu leicht weg. Ich hätte jetzt natürlich auch Sorceresses noch bauen können. Fällt mir jetzt so im Nachhinein ein. War eigentlich Fehler von mir. Obwohl er jetzt wiederum Triaden hat, das heißt, ich hätte schon ein paar von denen bauen müssen. Ein, zwei hätten es dann nicht gebracht, weil es einfach, ja, gedispelt hat.
Obwohl natürlich eine, um einen fliehenden Helden aufzuhalten, wäre auch gegangen. Und ich sehe, dass ich jetzt doch irgendwo im Vorteil bin. Ich 75er Armee, er 52er Armee. Baue jetzt eine zweite Echse. Ich greife Nachtelfen nicht so gern an. Ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt. Ich habe doch einen eher defensiven Spielstil, was manchmal nicht wirklich gut ist. Aber ich habe einfach in mancher Hinsicht schon zu viele schlechte Erfahrungen gemacht. Erstmal gegen Untote sowieso, wenn man die angreift, die haben ihre extremen Naruben-Tower und Normal-Tower und was weiß ich, was noch für Tower und Nuke und in manchen Situationen, also spiele ich oft dann lieber so, dass ich mir sämtliche Echsen sichere, ihn dann ankommen lasse, weil er wird angreifen, wenn ich eine Echse habe und wenn er es nicht macht, dann ist er selber schuld und ich werde einfach immer stärker. Rüste dann meine Helden ordentlich aus. Und wenn ich dann einen Paladin habe, bin ich mir dann auch recht sicher. Da kann er dann nicht auf meine Helden gehen. Ja, jetzt habe ich auch Ritter. Und er versucht mir jetzt hier meine Echse zuzuhauen. Und ich breche die aber nicht ab. Ich versuche es hier nochmal. Und jetzt mit Rittern und Spellbreakern und Riflemen, da kann er nicht wirklich viel machen. Und ich versuche jetzt hier wieder auf seinen Helden zu gehen, da ich sehe, dass er keine Heiltränke hat. Und ja, Level 5 bin ich mit meinem Erzmagier ja auch. Also gibt es jetzt wirklich nicht mehr viel, was er machen kann. Ein bisschen mehr heilen hätte ich hier noch können, aber ich glaube, ich nutze es schon ganz gut aus. Sein Demon Hunter ist Level 5 und wird jetzt hier auch wieder geheilt. Also wenn man das Rejuvenation nicht dispellen kann, dann sollte man es echt vermeiden, auf den Demon Hunter zu gehen. Also normalerweise habe ich es mir eigentlich angewöhnt, immer erst den ganzen Rest ausschalten und dann ganz am Ende auf den Demon Hunter, weil der wirklich so viel aushalten kann. Aber wenn man Level 2 mindestens Stormbolt hat, dann geht's schon und der keinen Heiltrank hat. Dann kriegt man den doch ziemlich schnell down und wenn er den nicht mehr hat oder wenn er überhaupt mit dem wegrennen muss, dann kann er nicht mit dem kämpfen, wenn er den hinten hält, da es Nahkampfheld ist und deswegen... Ja, kann man das in so einem Fall doch schon riskieren. Außerdem ist dann der äußerst nervige Mana-Burn weg. Und ja, was könnte ich jetzt in diesem Moment machen? Eigentlich Helden mit Ränken ausstatten, Regenerationsrolle einwerfen und dann angreifen. Aber das erspart er mir. Er gibt auf. Ich habe schließlich eine Echse am Laufen und eine zweite fast fertig. Meine und seine Hauptgoldminen, die sind beide alle. Das heißt, er hatte nicht wirklich eine Chance jetzt noch in dem Moment. Und ja, es war halt ein Level 18 Spieler und man sieht, auch Level 18 Spieler machen Fehler. Das heißt, wenn man konzentriert spielt, keine schlimmen Fehler macht, in etwa das Richtige baut und ein ordentliches Mikro hat, dann sollte man auch ab und zu mal so ein Level schaffen. Und ich habe gemerkt, also mit Selbstbewusstsein hat es auch viel zu tun. Also oft, als ich noch Level 12, 13 war, dass ich, wenn ich ein Level 14, 15 Gegner hatte, ist mir dann oft passiert, dass ich halt einfach zu defensiv gespielt habe. Dann Chancen nicht genutzt habe, zum Beispiel wenn ich geharrassed wurde, da den Helden nicht richtig in der Base eingesperrt, dass er nicht mehr rauskam, ist er immer wieder entflohen und sowas. Wenn man sich dann als Ziel setzt, ich schaffe das, dann ja, das hilft eigentlich schon. Und wenn man halt immer so eine gewisse Grundanspannung muss natürlich auch dabei sein, dass man mal aufpasst, konzentriert ist, sich jetzt nicht irgendwie gelangweilt irgendwo hinstellt und wartet, bis seine Einheiten geheilt sind, sondern scoutet, überlegt, ja, was auch immer. Ich hoffe, es hat euch was gebracht, dass ihr ein paar andere Taktiken gesehen habt. Erstmal, was man gegen Night Elf Harassing machen kann, dass es ganz wichtig ist, mal ein bisschen verschiedenes Zeug auszuprobieren. Wenn man oft gegen eine bestimmte Strategie verliert, sich einfach darauf einzustellen, wenn die schon alle so blöd sind und gleich spielen, warum sollte man das nicht ausnutzen? Also wenn man immer geharrassed wird, kann man ruhig mal eine andere Beobachtung machen, die nicht so früh einsatzbereit ist. Man hat ja gesehen, meine Riflemen... ja. Entschuldigung. Meine Riflemen kamen ja doch ziemlich spät und boah, ich habe mich an irgendwas verschluckt. Wobei ich gar nichts gegessen. Komisch. Ja, und obwohl die so spät kamen, hat es trotzdem ziemlich gut funktioniert, weil ich normalerweise sowieso nicht so richtig zum Creepen gekommen wäre wegen dem Harassing.
Kann man also mal ausprobieren. Kann natürlich auch schief gehen, wenn er jetzt zum Beispiel eine Fast Exe gemacht hätte. Was allerdings die wenigsten Nachtelfen machen. Dann hat man ein Problem. Aber man sollte sich schon an dem ausrichten, was so die meisten machen. Und wenn man dann erstmal eine ordentliche Basis von Riflemen hat, dann kann man eigentlich viel damit machen. Mal angreifen. Oder creepen, wobei ich eigentlich lieber creepen würde, weil Riflemen nicht wirklich schnell sind, wenn sich das Blatt dann mal wendet und man muss abhauen. Dann stehen die eigentlich einem ziemlich im Weg rum. Und man hat ja gesehen, mit denen kann man wirklich gut creepen, seine Echse machen und dann einfach weiter defensiv spielen. Funktioniert ganz gut. Was ich jetzt halt hätte machen können, wäre ein paar Sorceresses bauen. Vielleicht 3, 4. Mit der Aura von vom Erzmagier hätte ich dann wahrscheinlich auch genug slowcasten können, um das Dispel der Triaden auszukontern. Und Triaden, ja, sterben auch recht schnell im Rifleman Focus Fire. Und wie gesagt, sehr vorsichtig sein, also ziemlich wichtig zu wissen, welche Nachtelfen-Units man fokussiert. Also, wenn ihr das Replay jetzt gesehen habt, dann nicht unbedingt immer den Hero fokussen. Also ohne Mountain King erstmal sowieso nicht, dann lieber zuerst auf Triaden und Huntresses gehen, vor allem Riflemen, weil die wirklich schnell sterben und sich die Helden dann ganz zum Schluss vornehmen und eher defensiv mikron. Und wenn man dann Stormboat Level 2 hat und er nicht mehr eine ganz so große Armee hat, dann kann man das schon machen und dann funktioniert das ziemlich gut. Vor allem wenn man 1, 2 Sorceresses dabei hat und dann nach den Stormboats immer slowcasten kann. Und ganz wichtig, ja, wenn er wirklich Bären bauen sollte, unbedingt ein paar Spellbreaker und dann später allerdings Ritter. Und ja, greifen kaum mal ausprobieren, weiß ich nicht genau. Okay, ich hoffe, es hat euch was gebracht. Schreibt mal was ins Forum und sagt mal, was ihr so wollt für Replays. Ich habe jetzt gesehen, ist eigentlich von jeder Rasse was dabei und nicht so ganz von jeder Taktik. Also wenn ihr irgendwas Spezielles sehen wollt, irgendeine spezielle Taktik, irgendeine spezielle Anti-Taktik gegen irgendwas anderes, solange es halt Human ist, weil ich ja doch nicht ganz so viel von den anderen Rassen verstehe, um jetzt da irgendjemand was beizubringen oder falls irgendein neuer Guide erwünscht ist oder was weiß ich. Genau, schreibt einfach was ins Forum. Also bis zum nächsten Audio. Tschüss, Leute.